Ja, willkommen hier in Sillian zum Briefing der zweiten Etappe der Maxis Bike Transalp 2022. Es geht hier von Sillian nach Bruneck in Südtirol. So welcome here at Sillian for the briefing of stage 2 of Maxis Bike Transalp 22. We are just going here from Tirol through the over the border to South Tirol to Italy to Bruneck, the next stage town. Ja, die Etappe hat morgen 72 Kilometer, 2500 Höhenmeter ungefähr. Ganz anderes Profil als heute. Geplänkel hoch und runter am Anfang. Am Ende ein großer Berg. So stage tomorrow is about 72 kilometers and a climb of 2500. The profile is different. We have just up and down going towards Olang and then a big mountain at the end of that stage. Start ist um 9 Uhr morgen. Wir fahren hinaus über die Grenze auf dem Radweg. Es wird schmal und mit langsamem Tempo hinausgerollt. Hinter den Motorradmarschall. Ich selbst werde mit dem Auto da nicht fahren können. Und wenn wir über die Grenze sind in Winnebach, wenn der Asphalt endet, wird das Rennen freigegeben. So, we start here at 9 o'clock tomorrow. For 5 kilometers, cross the Italian border to a small town called Winnebach, and round about kilometer 5, we start the race when the concrete, when the asphalt ends. Seid vorsichtig bitte im Radweg. Wir fahren langsam, aber es ist nicht viel Platz. Es wird eine lange Schlange geben, so there will be a big queue on the cycle path towards the Italian border. Be careful, there will not be too much space at that spot. Ja, und dann geht's los mit Mountainbiken. Wir fahren hoch und runter, kleiner Berg, bis wir in Vierschach die Straßenseite wechseln. Passt etwas auf bei Kilometer 8, Ortsdurchfahrt Vierschach. Erst danach sind wir richtig im Wald, wo es mal keinen Verkehr gibt für einige Kilometer. So, we just start the race through the meadows, a bit up and down, going through Vierschach, round about kilometer 8. Be a bit careful, field might not be separated, going through that town of Vierschach at kilometer 8. After that, we are in the forest for some kilometers and no traffic around. Ja, dann kommt da die Mittelsektion von Innichen über Toblach hinaus bis Olang. Ein Mix aus verschiedenen Wegen, auf und ab. Wir sind da hin und wieder mal auf dem Radweg unterwegs, verlassen aber den Radweg immer wieder in den Wald. Das sind kleine Forstwege, kleine Waldwege, auch Trails dabei. Ein abwechslungsreicher Mix, der Spaß macht zu fahren. Wie gesagt, bitte, wenn Radweg, dann sind bestimmt auch weitere Radfahrer unterwegs. Und Vorsicht ist angebracht. So in the further part from Innichen round about kilometer 21 to 32, we are on the cycle path sometimes, but we leave that cycle path very often, go into the forest roads, smaller forest tracks and even passes, single trails going in that section. Be careful when you're on the cycle path, other cyclists might be around. Ja, von Welsberg kommt ein kleiner Hügel noch mal hinüber nach Olang, Straße hoch, Waldwege hinunter, schön zu fahren, etwas aufpassen. Noch mal bei Kilometer 44, wenn wir kurz vor Olang noch mal eine Abfahrt haben auf einem Asphaltweg und bis dann endlich der letzte große Anstieg beginnt. So, there's another small hill from Welsberg to Olang in the forest. The last kilometer of the downhill is on a small road. Be a bit careful going down to the lowest place, to the entry of the uphill towards Kronplatz. Ja, da kommt ein langer Anstieg hinauf, anspruchsvoller Anstieg, ein Mix, ein bisschen Straße, Forstwege, meistens gut zu fahren, auch mal ganz kurze Schnapperrampen drin, aber in der Regel gut zu fahren. Dennoch ein anspruchsvoller Anstieg zum höchsten Punkt der diesjährigen Maxis Bike Transalp auf eine Höhe von 2275 Metern. So, when we reach Olang at kilometer 45 roundabout, the climb towards Kronplatz begins. It's an challenging climb up to the highest elevation of this year's Bike Transalp, the peak of Kronplatz, at an elevation of 2275 meters. Ja, und dann sind wir im großen Panorama, haben riesen Blick in die Berge, aber es heißt es Konzentration auf das Vorderrad. Es beginnt ein Hammer Trail, der Herrensteig. Es geht hinab über 1200 Höhenmeter auf Trails, sehr, sehr abwechslungsreich. Wir haben verschiedene Varianten, gibt es. Wir haben eine gewählt, die gut zu fahren ist. Er ist
nicht sehr technisch, er ist schön zu fahren. Der Anspruch liegt einfach in der Länge. Ja, du musst ein bisschen aufpassen, dass eure Kraft einfach da bleibt, um diesen Trail auch sicher zu bewältigen. Aber wie gesagt, ein schönes Ding, ein echtes Trailmonster. Oben im Panorama, unten kurvig im Wald, alles dabei. Mit Respekt genießen, nicht weil er extrem technisch ist, sondern weil er eben so lang ist. So, when we reach the peak of Kronplatz, we'll just enter that beautiful, wonderful trail, the Herrensteig. There are a lot of possibilities to go down. We choose one possibility. It's not too technical in general, but the point is stay concentrated. It's a very long downhill section on the trail for about 1200 meters going down, mostly on trail. And so be careful. So not too technical, some technical parts. The main issue is the length of that trail. Be aware that your concentration is up to the bottom of that trail. Ja, und am Trailausgang selbst, wenn wir Reichach erreichen, den Vorort von Bruneck, ist die Zeitnahme bei Kilometer 68,43. Direkt aus dem Trailausstieg noch 500 Meter auf einer kleinen Straße und dann ist da das Ziel. Und danach heißt es vorsichtig über die Straße hineinrollen ins wunderbare Zentrum der Stadt Bruneck. So, the timekeeping will be at the end of the trail, maybe about 500 meters on a smaller road, and then there will be the timekeeping at kilometer 68.43, and after that roll easily down to the town of City of Bruneck on the road towards kilometer 72. Ja, das sind die Ansagen für morgen. Genießt diese Etappe, es ist sehr abwechslungsreich, alles drin und am Ende auch knackig und anspruchsvoll durch die Abfahrt. So enjoy this beautiful stage, very, very interesting. Lot to see and changing conditions on the track and with that beautiful but challenging downhill from the Kronplatz towards Reichach.